Hallo YouTube, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Abonnenten, herzlich willkommen bei Rock Power TV. Heute mit einer Mod-Vorstellung und einem Semi-Trailer-Pack aus Russland. Also russische Hänger, Auflieger hauptsächlich, mit verschiedenen Funktionen und die zeige ich euch jetzt mal. Ihr seht schon, hier ist der Tieflader. Dann haben wir hier einen Dolly, der gehört dazu, wenn ihr jetzt keinen Bock auf LKW habt, sondern einfach einen Dolly drunter. Hier ist ein Kühlkoffer. Der ist für alle Palettenwaren, Bier, Essig, alles mögliche, was auf Paletten ist. Das hier ist ein Semi-Trailer für Holzhackschnitzel, für alle Getreidearten, aber hauptsächlich auch Silage. Das ist die kleinere Ausführung. Der kann auch alles laden. Das ist nochmal eine große Ausführung. Der ist auch mit Plan und so. Das ist ein normaler Hänger für einen Traktor. Dann haben wir hier der Gülletransporter, der ist für Gülle und Gärreste. Hier ist der Holzhänger oder auch für Bordpaletten, also sprich Bretterpaletten. Hier ist der Milch- und Wassertrailer, obwohl eigentlich mehr für Milch. Und das ist der Viehtrailer und das war es dann auch schon. So, dann zeigen wir mal das kurz, gucken wir zum LKW. So viele Funktionen gibt es da nicht, die haben auch alle, so viel ich weiß, kein URL-Skript. Aber damit man jetzt mal sieht, wie sieht das aus und was für Funktionen haben die und so weiter und so fort. Ja, ist halt schön, wenn ich gerade runterfahren kann. So. Wunderbar, einmal vorfahren, einmal groß machen. So. Wie gesagt, der hat einfach nur, senken Sie die Leiter mit 2. Also auf dem Joypad, bei mir ist es die 2, Tastatur weiß ich jetzt nicht, ihr müsst ja gucken, was bei euch angezeigt wird. Wie gesagt, wenn das Fahrzeug drauf ist, heben Sie die Leiter. Und wie es aussieht, Spanngurt hat er auch nicht. Ne, ist nicht, hat er nicht. Jetzt weiß ich ja nicht, ob das Fahrzeug dann schön drauf bleibt, ich kann es nicht sagen. So. Ja, dann nehmen wir den da, das ist eben ganz normal Öltransporter, kann man sagen, für Paletten und so. Also da sehe ich jetzt nur bei mir aktiviert das Laden von Paletten, wenn man das da drückt. Und dann werden die draufgeladen. Dann mit 4 heißt halt hier wieder abladen. Dann geht das raus. Okay. Ja Leute, da machen wir es gar nicht lang rum. Da kaufen wir einfach mal ein paar Paletten. Nur um zu sehen, ob das auch funzt, weil ich will nichts versprechen und dann Schluss geht's nicht. Dann nehmen wir erstmal diese. Mann, fahr doch mal vorwärts. Da sehe ich keine Ahnung, wenn man da Richtung Rand fährt, dass das funktioniert. Bin ich was drüber gefahren. Thank you.
Oh, ist das herrlich. Tension nicht aktiviert. Ich kann nicht sagen, wie das funzt. Schade. Ja gut, ich will jetzt nicht da groß drum machen, muss mal rausfinden, ist alles scheiße gelaufen, ich habe keine Ahnung, wie, wo war's. Lass mal einfach gut sein, das ist mir so blöd. Scheinbar geht's, aber ich weiß nicht wie. Gut, nächster Punkt. Ist halt jetzt ein bisschen blöd, aber... Learning by doing. Jetzt keine anderen Paletten zur Verfügung habe, kann es sein, dass es daran liegt. Ich weiß es nicht. So, 2 ist öffne Anhänger. Ah ja. Wunderbar, dann fahren wir ganz kurz zum Viehhändler und gucken, ob das mit uns geht. Tiermenü öffnen, nehmen wir mal das liebe Kühlilein. 20 Stück sollen reinpassen. Machen wir doch glatt mal. Zack, 20. Bestätigen. Yes. Und tatsächlich sind 20 Viechis drin. Machen wir wieder zu. Und gut ist, jawohl, funktioniert, können wir stehen lassen. Auch wird sogar angezeigt, was drin ist. Ist das cool? Habt ihr das gesehen? Ne, da ist eine Kuh durchgebackt. Ja, das ist auch schön. Da ist eine Kuh durchgebackt. Mensch. Was will ich jetzt genau wissen? Ich dachte, da ist jetzt ein Bild drauf, wo er eben anzeigt, dass da was drin ist. Aber da ist eine Kuh. Okay, das ist halt ein Fehler, ein Programmierfehler, ein Wortfehler, wird wieder noch gefixt, aber das ist halt was, das war alles geil. Naja. Ist halt blöd, ist halt dumm. Ja, das ist der Milchtransporter, da fahren wir jetzt auch mal Milch holen, und gucken, ob das geht. Das ist nichts Besonderes.
Kohle stehen wir. An. Und laden. Machen wir mal von der anderen Seite ran. Das ist das ja der Trigger, wo man die Kühe ablädt. Nicht nur mit dem Licht hat. Wenn wir so total gut dran, dann ist das nicht mit dem so anders. Gut, und jetzt haben wir noch 6,17. Das ist 6,17. Das haben wir so. Ist zwar nicht das Pudelskern. Ja, das sieht gut aus. Das machen wir bei 6 oder 3 Kühle. Macht er nicht. Milch. Ja, Milch funktioniert. Also, er lädt Milch. Jetzt weiß man halt nicht, ob das ein Trigger ist, dass der keine Milch vorhanden ist, aber er lädt Milch. Das geht, 30.000 Liter, wunderschön. So. Und da kann es wirklich an dem Milchding liegen, am Kuhstall, dass es nicht funktioniert. So, wie gesagt, das ist Holz. Unterkorb. Ah ja. Quasi da. Aus den Dingen raus.
Gipsspanngürtel. Ja, das war's. Das ist ja nicht besonders, sondern nur für Holzlagen. Verschmierte, verschmutzte, sehr gute Bühne, Trailer, Transporter, verrostete, verkranzte. Ich guck mal, ob das wenigstens funktioniert. Ja, das funktioniert wieder. Also kühle Gärreste. Das funzt. Das funzt. Wunderbar, auch abgehakt. Wo in der Mitte das Zeug wieder rauslässt. Drei Kammern, das sieht dann auch ganz schön aus. Ich denke mal, das ist sowas für Sand- und Kiestransporte irgendwie. Drunter und tun halt mal Weizen. Ja, wenn es so schön gut ist oder Raps. Ja, jawohl, das funktioniert, das seht ihr, das geht, das ist wunderschön. Ich glaube 70.000 Liter packt der. 70.000 Liter müssten sein oder weniger. Ne, 60.000 Liter. 60.000 Liter und er ist voll. Wir fahren mal da mal schön wieder die Rampe da hoch und kippen das auf, damit man wissen, wie es aussieht. Und das geht unten raus. Gut. Funktioniert. Schnell den Dolly aus dem Weg haben können. Dann sehe ich jetzt schon was mit dem Dolly.
Body aus, ein Aufliegen, sieht gut aus, sieht toll aus, wunderbar. Und dann mit der Milch, einige Minuten schön hier bei den Farben. Und wollen wir gleich noch den neuen Hänger, wenn wir schon mit dem Traktor unterwegs sind. Dann gehen wir ein bisschen auf die Seite. Das ist einige Drehschemelhänger, es sei denn, wie gesagt, man nimmt hier einen Dolly, da hat man auch Drehschemel. Sonnenblumen rein. Ja. Ja, 30.000 Liter passen da rein. Das ist auch ein guter Hänger zum Abfahren zum Beispiel. Dinger, 30.000 Liter. Wunderbar. Haben wir hier noch zwei Trailer. Ich weiß ja nicht, ob das zwei getrennte sind oder ob die zusammengehören. Aber sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Raps, die jetzt ein bisschen abhebt. Naja, geht durch, okay. Es geht durch, also sind nicht getrennt. Die sind zusammen. Liter. Gut. Das interessiert mich noch das Verhalten, wie der ablädt. Gibt also was zu sein. Okay, alles klar. Gut. Da so doch zu, da so doch das da dazu. So, und jetzt nehmen wir den nächsten vor. Dann haben wir es für heute für den Mod-Paket. Das ist halt was, wo ich sage, das ist was für Häckselgut oder Hackschnitzel. So lade ich den jetzt auch. Separat. Und zwar hier. Das mal da drunter. Und machen Häckselgut rein. Ich glaube, der, wo 70.000 Liter packt. Ja. Das Häckselgut funktioniert auch.
Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier annehmen, ich glaube ja nicht. Aber probieren wir es mal. Ne, wird hier nicht angenommen. Also das heißt auf Deutsch, ja bla. Dings aussieht. Okay, Hackschlüssel geht mal nicht. Stroh, das geht, aber seht ihr, Hackschnitzel geht nicht. Stroh lässt sich reinfüllen. Naja, gut, geht schon mal nicht alles rein, aber es geht was rein. Also machen wir fröhlich Stroh und tralala. Gut, liebe Leute, das war's. Das waren die Hänger. Wie gesagt, oh, das sitzt aber auch nicht sauber auf. Sieht ein komisch aus, aber egal. Wie gesagt, das waren die Hänger für Schüttgut. Für Flüssigkeiten, Baumstämme oder Holzpaletten, wie auch immer, wahrscheinlich mit Stapler oder Greifer oder mit Frontlader zu befüllen und der Tieflader noch. Und das war's. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da, was ihr von dem hält. So prickelnd ist er nicht, aber er ist jetzt auch nicht schlecht. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob er voller Fehler steckt, weil ich halt nichts davon oder ich habe da keine Ahnung, wie man das überprüft und so weiter und so fort mit der Lok. Das war so blöd, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ihr habt jetzt gesehen, wie es funktioniert. Mal recht, mal schlecht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ihr habt jedes einzelne begutachten können jetzt durch mich. Wenn nicht, probiert selber aus, wie ihr damit zurechtkommt, was ihr davon hält. Klar, auf so einer russischen Map ist Sosnovka oder halt Gaben des Kaukasus, mögen die vielleicht super sein, ich weiß es nicht. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Rock Power. Ciao.